Das sehen Sie heute bei Das Monsterprojekt. Die Geschichte einer riesigen geflügelten Kreatur, die von einigen Einwohnern New Jerseys gefürchtet wird. Das riesige Ding flog genau über mein Auto. Es war gruselig. Eines Nachts war ich im Wald und da war etwas. Haben diese Leute den Verstand verloren? Ich ging rein und spürte eine Präsenz. Und als ich mich umdrehte, oh Gott, was ist das? Er sieht aus wie Frankenstein. Oder lebt dort im Wald das Unerklärliche? Ich höre dieses Geräusch. Wie von einem Raubtier oder so ähnlich. Hallo Erdbewohner und alle anderen Kreaturen, die zusehen. Ich bin's, der Weltmeister, Judah Friedlander. Schon den Teufel von New Jersey gesehen? Ich bin Stand-Up-Comedian. Und warum nicht? Wir sind in New York. Und er ist in New Jersey. Ich hatte oft die Gelegenheit, diesen großartigen Planeten zu bereisen. Ich habe eine Menge schräger Geschichten gehört. Aber wenn Leute Geschichten über mysteriöse Kreaturen am Rande unserer Zivilisation erzählen, die möglicherweise mitten unter uns leben, fasziniert mich das besonders. Diese Kreaturen werden Kryptide genannt. Es wird gemunkelt, dass sie existieren, aber die Wissenschaft behauptet das Gegenteil, aus Mangel an Beweisen. Aber genau wie der Weihnachtsmann, Außerirdische oder das, was sich unter meiner Mütze befindet, faszinieren diese Rätsel die Menschen. Und auch das Fehlen von Beweisen kann viele gute Amerikaner nicht daran hindern, daran zu glauben. Also frage ich euch, wenn ich New Jersey sage, woran denkt ihr da? Bruce Springsteen, Tony Soprano. Aber die Leute, die in den Pine Barrens leben, nur knapp 130 Kilometer südlich von New York City, würden antworten, der Teufel von New Jersey. Er ist eine der bizarrsten und furchteinflößendsten Kreaturen, von der ihr je gehört haben werdet. Nun, ich bin der Weltmeister. Da ich Karate kann, fürchte ich den Teufel von New Jersey nicht. Aber ihr solltet das schauen. Es ist wichtig zu wissen, dass der Teufel von New Jersey nicht nur eine Comicfigur ist. Er ist eine furchteinflößende Kreatur, die zu großen Zerstörungen fähig ist. Man sagt, er habe den Körper eines Mannes, den Kopf eines Pferdes, die Flügel einer Fledermaus, Hufe wie eine Ziege und einen langen, gewundenen Schwanz. Es kann passieren, dass man durch den Wald geht und er fährt lautlos auf dich nieder und macht dich fertig. Er soll Vieh, Frauen und Kinder töten. Es gibt Berichte, dass der Teufel von New Jersey die Kehlen von Babys in ihren Krippen aufgeschlitzt haben soll. Ich habe viele Berühmtheiten getroffen, aber nie den Teufel von New Jersey. 2005 habe ich ihn zu einem Kampf herausgefordert, aber er hat Angst bekommen und ist nie aufgetaucht. Für mich ist das der Beweis, dass er existiert. Aber diese Augenzeugin, eine Kinderärztin mit einem Geländewagen, allerdings ohne Kenntnis in Kampfkunst, ist ihm begegnet. Ich kam von der Arbeit und fuhr nach Hause. Es war eine sehr frische und stockfinstere Nacht. Es war sehr kalt. Ich hatte das Radio an und war in Gedanken. Ich fuhr einfach so dahin. Dieses riesige Ding flog direkt über mein Auto. Ich war zu Tode erschrocken und dachte, hoffentlich habe ich dieses Ding nicht angefahren. Aber dann fragte ich mich, was ist das überhaupt? Ich bin mir sicher, dass ich seine Flügel gesehen habe. Es war dunkel, keine Ahnung, ob es schwarz war oder dunkelbraun. Und es sah irgendwie aus wie all die Abbildungen, die ich vom Teufel von New Jersey gesehen hatte. Was immer es war furchterregend.
Ihr fragt euch sicherlich, warum der Teufel von New Jersey nur in New Jersey gesehen wurde. Warum ist er nie nach New York gekommen? Erstens lebe ich in New York und er hat Angst vor mir. Und zweitens kann er die Maut für den Lincoln-Tunnel nicht bezahlen. Um nach New York zu kommen, muss man diese Maut zahlen. Und der Teufel von New Jersey hasst Geld. Deshalb bleibt er in den Pine Barrens von New Jersey. Aber lasst uns etwas mehr erfahren über die Pine Barrens. Die Pine Barrens sind einzigartig. Es gibt keinen Ort der Welt, der einen derartigen Säuregehalt im Wasser und im Boden aufweisen kann. Und da dieses Gebiet sehr groß ist, haben wir hier einige Tiere, die sich speziell auf diese Verhältnisse eingestellt haben. Zum Beispiel Habichte und Eulen. Wir haben auch eine ziemlich starke Population an Weißkopfseeadlern. Das größte Tier bei uns ist der Weißwedelhirsch. Es wurden auch schon einige Pumas gesichtet und einige Bären. Allerdings gibt es keine Anzeichen für die Existenz eines Lebewesens, das man für den Teufel von New Jersey halten könnte, den wir aus Erzählungen kennen. Wenn es tatsächlich ein solches leibhaftiges Wesen gäbe, dann wären die Pine Barrens sicherlich groß genug, damit es sich dort verstecken könnte. Denn im Zentrum der Pine Barrens gibt es ein ziemlich großes Gebiet, das immer noch relativ unberührt ist. Okay. Er hat den Teufel von New Jersey also auch nie gesehen. Aber er hält sich auch nicht rund um die Uhr dort im Wald auf. Vielleicht macht er immer, wenn dieser Kerl in den Pine Barrens ist, Party am Strand. Wie war das? Nur wenige Pumas und Bären? Für mich ist das ein sicherer Beweis, dass der Teufel von New Jersey existiert. Sonst würde es sicher mehr Pumas und Bären hier geben. Schauen wir mal, was die netten Menschen, die in der Nachbarschaft der Pine Barrens leben, zu sagen haben. Glauben sie alle an den Teufel von New Jersey? Ob der Teufel von New Jersey in den Pinelands lebt? Wo sonst? In meinem Garten? Gibt es den Weihnachtsmann? Oder die Zahnfee? Wenn ja, dann gibt es auch den Teufel von New Jersey. Die meisten Leute denken, das sei Aberglaube. Aber wenn man vorhat, hier draußen zu campen, sollte man sich das nochmal überlegen. Ich würde es nicht tun. Nicht jeder hier glaubt an den Teufel von New Jersey. Aber nicht an ihn zu glauben, ist ein Fehler. Sie sollten vorsichtig sein. Meine Erfahrung sagt mir, dass der Teufel von New Jersey große Sonnenbrillen und niedliche Züge hasst. Jetzt zu ein paar Wochenendabenteurern, die so sehr von der Existenz dieser Kreatur überzeugt sind, dass sie nachts in den Wald gehen, um nach ihr zu suchen. Jeder weiß, der Teufel von New Jersey schläft nachts nicht. Also vorsichtig. Los, kommt. Wenn man im Dunkeln durch die Pine Barrens geht, fühlt man sich irgendwie eingeschlossen. Leuchte mal, damit ich weiß, wo ich lang muss. Nicht so laut. Wir untersuchen paranormale Phänomene an der Südküste New Jerseys. Wir arbeiten sehr gut zusammen. Kathy, komm hier rüber. Und mit all unseren Fähigkeiten sind wir ein gutes Team. Laurie hat diese Gruppe gegründet, weil sie glaubt, als Kind in den Pine Barrens dem Teufel von New Jersey begegnet zu sein. Über 30 Jahre später ist sie entschlossen, ihr erstes Foto von dieser kamerascheuen Kreatur zu schießen. Wir müssen da jetzt raus. Wir müssen es tun. Und wir werden ihn finden. Heute Nacht. Also los. Laurie hat Patty und Kathy angeheuert, um ihr bei der Suche zu helfen. Sonst hat keiner auf ihre Anrufe reagiert. Ich würde gern wissen, was damals passiert ist. Man kennt die Geschichten, aber keiner kennt die Wahrheit. Ich kann nicht sehen. Es ist so dunkel. Ich bin freiberufliche Fotografin. Noch nie hat jemand ein Foto von ihm gemacht. Wir suchen nach einem Beweis, dass er wirklich existiert. Fühlt ihr auch, dass wir nicht allein sind? Definitiv. Steve ist das letzte Teammitglied. Ich bin vom Teufel von New Jersey schon seit der Grundschulzeit fasziniert. Steve ist das Technikgenie des Teams und der Einzige, der mutig und dumm genug ist, kurze Hosen zu tragen. Großartig, Steve. Bei der heutigen Jagd hat er eine Wärmebildkamera dabei. Mit ihr kann er nachts Videos vom Teufel von New Jersey machen oder von irgendeinem anderen gefährlichen Tier, das ihm das Gesicht zerfleischen wird.
Wir wollen herausfinden, was dort drin ist, denn wir wissen, dass dort etwas drin ist. Und ich garantiere euch, dass wir heute Nacht Aufnahmen machen werden. Mit der Kamera. Ich kann euch das garantieren. Hört ihr das? Ja. Direkt vor uns. Es kommt von dort. Wir hören Geräusche. Schwache Geräusche in der Ferne. Da ist es wieder. Was ist das? Keine Ahnung. Was kann das sein? Was war das? Ist da jemand? Was ist das? Wartet, lasst mich sehen, ob ich eine Wärmequelle ausfindig machen kann. Es kam von dort drüben hinter dem Baum. Mein Herz schlägt mit über 100 Stundenkilometern. Das ist genau die Geschwindigkeit, in der der Teufel von New Jersey Eingeweide zerkauen kann. Leute, da hinten ist was. Sie hat den absoluten Durchblick, genau wie ich. Ganz da hinten ist was. Gib mir eine Taschenlampe. Ich hab keine. Wir brauchen aber eine. Da drüben. Es ist dort lang. Los, weg hier. Wir sollten es nochmal versuchen. Seid ihr dabei? Na klar. Wir kommen wieder. Warum haben sie aufgegeben? Sie haben wohl Hunger. Dann sollten sie weiterjagen. Was auch immer Laurie und ihre Freunde da draußen gesehen haben, es ist genauso schnell verschwunden, wie es aufgetaucht ist. Aber jetzt schauen wir, woher der Teufel von New Jersey eigentlich kommt. Der Teufel von New Jersey fasziniert uns immer noch, weil seine Geschichte so faszinierend ist. Jane Leeds und ihr Mann Daniel lebten am Rande des großen Moores entlang des Mullica Rivers. Die Leute in der Gegend fanden die Familie seltsam. Einige behaupteten sogar, Jane Leeds sei eine Hexe gewesen. Jane und Daniel Leeds hatten bereits 12 Kinder. Eines Nachts wurde Jane klar, dass sie mit ihrem 13. Kind schwanger war. Das tut weh. Jane Leeds war es leid, die Hausarbeit zu erledigen, aufzuräumen, Holz zu hacken, Essen zu kochen und Wäsche zu waschen. Sie war völlig erschöpft. Vielleicht in einem Moment verständlicher Schwäche sagte sie: Das muss der Teufel sein! Heute wissen wir, dass dies ein Fehler war. Das fühlt sich nicht gut an. In jener kalten Februarnacht im Jahr 1735 geschah etwas Schreckliches. Es hatte Augen, aber sie leuchteten wie rotglühende Kohlen im grauenvollen Kopf eines Pferdes. Dem Baby wuchsen Fledermausflügel. Die Kreatur hatte eine breite Brust, starke Arme und war vollständig behaart. An seinen knochigen Fingern hatte sie rasiermesserscharfe Fingernägel. Und dann, ohne Vorwarnung, schnitt sie mit einem Hieb ihres rechten Arms die Kehle der Hebamme durch, die in einem Meer von Blut zusammenbrach. Die Kreatur stieß einen furchteinflößenden Schrei aus und verschwand durch den Schornstein. Seit über 250 Jahren versetzt sie die Leute hier in Angst und Schrecken. Was lernen wir daraus? Wenn man in New Jersey lebt, sollte man nie mehr als 12 Kinder haben. Fragen wir die Einheimischen, warum eine so alte Geschichte so lange überleben konnte. Auch wenn es schlecht läuft, der Teufel geht immer. Er zieht Touristen an. Ich vertreibe meine eigene Soße mit dem Namen Mutter Leeds Rache. Sie wird aus einer der schärfsten Paprika der Welt hergestellt. Wenn es etwas gibt, für das die Leute in diese Gegend kommen, warum es dann nicht am Leben erhalten? Was ist schon dabei?
Ich heiße Ken Danico und ich habe 20 Jahre lang professionell Eishockey gespielt für die New Jersey Devils. Als ich herkam, hatten wir noch keinen Mannschaftsnamen. Die Fans wollten, dass wir Devils heißen. Die Geschichte und Kultur dieser Gegend hatte sicher einen großen Einfluss darauf, dass sie sich für diesen Namen entschieden haben. Sie sind stolz auf ihr Team und auf seinen Namen und darauf, wovon er sich ableitet. Dann ist es also nur ein Märchen, durch das man Souvenirs verkaufen kann. Da ist nur ein Problem. Der Arzt Jesse Salmon behauptet, der Kreatur direkt gegenübergestanden zu haben. Und er muss nichts verkaufen. Wir liefen durch den Wald. Ich ging ein Stück voraus, um die Natur eine Weile allein zu genießen. Und als ich so ging, hörte ich diesen Laut. Was war das? Ich war sofort wie erstarrt. Ich dachte, dass dort draußen ein Raubtier sein muss oder etwas Ähnliches. In so einem Moment kommt einem nachts alles Mögliche in den Sinn. Ich schaute nach rechts, aber ich konnte nichts sehen. Ich konnte nichts finden. Ich hörte dieses laute Geräusch, diesen furchterregenden Schrei, etwa so. Ich habe keinen Beweis, aber irgendetwas ist da draußen. Er geht hier schon seit 300 Jahren um. Irgendwas muss doch dran sein. Wer von euch hat schon vom Teufel von New Jersey gehört? Bitte Handzeichen. Ich denke, er sieht ein wenig aus wie Frankenstein. Ich fuhr die Straße runter, als er über die Fahrbahn rannte. Ich musste ausweichen und habe noch seinen Schwanz erwischt. Ist er gestorben? Keine Ahnung, er lief weiter. Er lief weiter? In den Wald, ja. Sie haben ihn erwischt. War er verletzt? Nein, er drehte sich um und fauchte. Einige Augenzeugen erscheinen zwar sehr vertrauenswürdig, aber sie konnten nicht besonders gut sehen. Es war Nacht, noch dazu dunkel, oder ihre Augen spielten ihnen einen Streich. Für Fran Coppola gibt es keinen Zweifel daran, was sie sah, als sie eines Abends den Müll rausbrachte. Es wurde gerade dunkel. Es war noch nicht so dunkel, eher dämmerig. Ich wollte den Müll zum Container bringen, der drüben hinter dem Tor steht. Als ich den Müll wegwarf, spürte ich diese Präsenz hinter mir. Ich drehte mich zur Wand und sah dieses Ding. Es hatte riesige Flügel wie eine Fledermaus. Ich hatte Angst, aber nicht so, wie wenn jemand eine Waffe auf einen richtet. Ich habe mich eher gegruselt und dachte, oh Gott, was ist das? Ich erzählte es meinem Mann und natürlich sagte er, Franny, das ist verrückt. Aber ich weiß, was ich gesehen habe, den Teufel von New Jersey. Fran wirkt auf mich nicht wie eine Lügnerin. Aber einige Leute glauben, sie hätte nur einen der vielen nachtaktiven Vögel gesehen. Aber vielleicht war es auch Spider-Man auf Urlaub von seiner Heimat in Queens in New York. Die Vögel mit der größten Spannweite in den Pine Barrens in New Jersey sind der Weißkopfseeadler und der Truthahngeier. Im Winter haben wir allerdings auch Weihen mit einer ziemlichen Spannweite und Falken. Jemand vertrat mal die Ansicht, die Augenzeugenberichte über den Teufel von New Jersey gingen auf Begegnungen mit Kanadakranichen zurück. Mr. Russell, nehmen Sie Ihre Hände aus den Taschen und hören Sie auf zu schwafeln. Ich traue niemandem, dessen Nachname ein Vorname ist. Keiner dieser Vögel ist so groß, wie die Augenzeugen des Teufels von New Jersey ihn beschreiben. Einige glauben, er sei ein Dinosaurier, der sich vor dem Aussterben retten konnte.
Flugsaurier waren faszinierende Tiere. Es waren große, fliegende Reptilien, die im Mesozoikum lebten. Einige von ihnen waren riesig, mit einer Flügelspanne größer als die eines Kleinflugzeugs. Stellen Sie sich mal ein heute lebendes Tier mit einer solchen Spannweite vor. Unglücklicherweise hat keins von ihnen überlebt. Es sei denn, man glaubt daran, dass einige Flugsaurier in unterirdischen Rückzugsorten seit dem Mesozoikum bis heute überleben konnten. Das ist extrem unwahrscheinlich. Zum einen bräuchten sie Licht, um zu überleben, außerdem eine ausreichend große Zuchtpopulation. Eine gesunde Zahl an Erwachsenen und Jungtieren, die herumfliegen und den Fortbestand der Art sichern können. Dieser Knabe scheint ziemlich schlau zu sein. Der Teufel ist also wohl kein Dinosaurier, der überleben konnte. Für manche aber kein Beweis, dass er nicht real ist. Fragen wir doch mal Randy Higginbotham, einen ortsansässigen Farmer. Und bedenkt, Farmer lügen nie. Meine Frau und ich waren gerade eingeschlafen. Wir hatten bestimmt bis 11 oder 12 Uhr ferngesehen. Mitten in der Nacht wurden wir durch einen Schrei geweckt. Es klang, als würde jemand umgebracht werden. Und es hörte sich so an, als wäre es in unserem Haus. Dann noch ein Schrei. Ich ging zur Rückseite und machte das Außenlicht an. Ich ging raus, um nachzusehen. Es war nichts mehr zu hören und auch nichts zu sehen. Drei oder vier Tage später wiederholte sich das Ganze. Wir gingen dorthin, von wo der Schrei kam. Mit Scheinwerfern suchten wir den Wald ab. Aber wir konnten nichts entdecken. Das Ganze geschah dreimal und seitdem nie wieder. Ich will mal demonstrieren, wie laut es war. So klang das ungefähr. Ich hatte so etwas noch nie zuvor gehört. Und ich möchte so etwas auch nie wieder hören. Er war riesig. Er hatte einen Schwanz und Hörner. Ja. Glühende, böse Augen. Man kann ihn nachts hören. Es klingt, als würde eine Frau gequält. Er war bestimmt so groß, riesig. Und er kann dich einfach so schnappen und töten. Unheimlich. Wir waren zu Tode erschrocken. Ich habe ihn gesehen. Und wie sah er aus? Wie der Teufel eben. Können Sie ihn beschreiben? Er hatte Hornfüße, also gespaltene Hufe und Hörner. Ziemlich hässlich. Er bleibt nicht nur an Land, er geht auch ins Wasser. Er mag Wasser? Das wusste ich nicht. Was macht er da? Er erschreckt nachts die Leute auf ihren Booten. Als ich klein war, wollte mich mein Vater dadurch disziplinieren, dass er mich mit einem mir unbekannten Onkel bekannt machte, der Mr. Leeds hieß. Mein Nachname ist Seeds und deshalb sah ich da eine Verbindung. Er setzte mich an der Straße ab und sagte mir, ich komme nachher wieder. Mr. Leeds wird dich finden. Er hat rotglühende Augen und er wird dich finden. Aber er hat mich nie gefunden und ich habe mich zu Tode gefürchtet, bis mein Vater mich abholte. Mein Großvater und mein Vater haben mir dadurch Angst gemacht, dass sie immer die Scheinwerfer ausgeschaltet haben, wenn sie in die Nähe dieses Restaurants kamen. Und sie sind diesem Ort immer ausgewichen. Jetzt mache ich es mit meinen Kindern genauso. Abgesehen davon habe ich den Teufel von New Jersey nie persönlich gesehen.
Ich habe manchmal Geräusche gehört, denn ich wohne nicht weit von diesem Restaurant. Ich denke, er könnte existieren. Ich weiß es nicht. Es könnte sein. Bigfoot gibt's doch auch. Nur Gott weiß es. Was ich machen würde, wenn ich dem Teufel von New Jersey begegne? Ich würde mich bei ihm bedanken. Einige Leute in New Jersey sagen, dass eine furchterregende Kreatur hier durch die Wälder fliegt. Wir haben viele normale Bürger getroffen, die behaupten, sie seien diesem Ding begegnet. Also gibt es vier Möglichkeiten. Erstens, sie alle lügen. Zweitens, sie lügen immer noch. Drittens, sie lügen nicht und haben den Teufel von New Jersey wirklich gesehen. Oder viertens, sie lügen nicht, glauben ihn gesehen zu haben, sahen aber eigentlich etwas anderes. Aber was? Eine verbreitete Theorie lautet, dass dort draußen eine bizarre Tierkreuzung herumschwirrt. Als hätte eine Ziege eine Fledermaus geheiratet und der Storch hätte ihnen den Teufel von New Jersey gebracht. Aber kann das sein? Normalerweise können sich nur Spezies miteinander kreuzen, die sich sehr ähnlich sind, wie zum Beispiel Hunde und Wölfe. Dagegen ist die Kreuzung einer Eule mit einem Säugetier grundsätzlich ausgeschlossen. Gentechniker im Labor können sicherlich auch Kreuzungen zwischen sehr unterschiedlichen Säugetieren herbeiführen. Aber auf natürlichem Weg in der Wildnis kommt das einfach nicht vor. Woher will er das wissen? Vielleicht hat der Teufel von New Jersey ja einen Harvard-Abschluss in Gentechnik. Aber im Sinne der Argumentation müssen wir wohl sagen, dass die Theorie mit der Kreuzung vom Tisch ist. Aber die Frage bleibt, was ist das für eine widerliche Kreatur, die die Menschen in New Jersey belästigt, während sie schlafen oder andere langweilige Dinge tun? Um diese Frage zu beantworten, wenden wir uns an einen ganz anderen Experten. Ich jage schon seit 22 Jahren in den Pine Barrens. Und du schon seit 58 Jahren, oder? Wir haben extra Tarnanzüge an, damit uns der Teufel von New Jersey auch bei Tag nicht entdeckt. Wir sind halt echte Amerikaner. Man sieht hier eine Menge Eichhörnchen, einige Kaninchen, nicht viele. Und wenn man Glück hat, mal ein Reh. Ich war mal nachts mit meinem Geländefahrrad unterwegs, als ich eine Panne hatte. Wenn es dunkel ist und man nicht sehen kann, wo man hingeht, kann man sich schnell verlaufen. Ich bin bestimmt eine Viertelmeile gelaufen, als da etwas war. Ich konnte 30 Meter entfernt hören, wie etwas durch den Wald ging. Ich drehte um, machte ein Feuer mitten auf der Straße und reparierte das Fahrrad. Zu Fuß wollte ich die Strecke nicht mehr gehen. Manchmal höre ich seltsame Geräusche. Etwa so, draußen im Wald. Es klingt seltsam. Und man hört es nur mitten in der Nacht. Aber man kann nie etwas sehen. Da ist es, Jake. Das Gebiet ist so riesig, also könnte da draußen schon etwas sein, von dem wir nichts wissen. Wenn ich den Teufel von New Jersey von meinem Hochstand aus sehen würde, würde ich sicherlich so leise wie möglich sein, damit er mich nicht hören kann. Und nicht schießen. Besser, wenn er frei herumläuft. Er tut niemandem etwas. Ich mag die Jungs. Der eine ist 70 und fährt immer noch nachts auf seinem Geländefahrrad durch den Wald. Aber ich weiß, was ihr euch jetzt fragt. Wo bleibt der Beweis, dass der Teufel von New Jersey existiert? Wartet ab, denn vielleicht kann ja Laurie mit ihrem Expertenteam, bestehend aus Patty, Kathy und Steve, nach ihrer nächsten Expedition, die sie gerade vorbereitet, ein paar echte Beweise liefern. Heute Nacht will die Bande auf eine Art versuchen, Beweise für die Existenz der fragwürdigen Kreatur zu finden, die noch keiner versucht hat. Das ist der Plan. Laurie und ihr Team wollen in das Haus gehen, das heute an der Stelle steht, an der Mutter Leeds, dem Teufel von New Jersey, das Leben geschenkt haben soll. Mit dem K2 kann man Energien einfangen und Schwankungen registrieren. Laurie ist dem Biest nicht nur dicht auf der Spur, sie behauptet auch, ein Medium zu sein. Heute will sie Kontakt zum Geist von Mutter Leeds aufnehmen, um diese Geschichte ein für alle Mal aufzuklären.
Ich kann spüren, dass uns die Seelenkunde bei unserer Suche weiterhelfen kann. Denn ich kann Dinge fühlen, ich sehe Geister, ich höre sie. Und natürlich spürst du die Energie um dich herum und beziehst sie mit ein. Benutzt alle eure Taschenlampen, seid bitte sehr vorsichtig. Noch nie hat jemand versucht, diesen Aspekt des Teufels von New Jersey zu untersuchen. Wir werden in dieses Haus gehen und wir wissen nicht, was wir dort vorfinden werden. Das Übersinnliche sagt mir, dass dies ein schlechter Ort ist. Aber wir müssen dorthin, denn wir sind Ermittler. Mir gefällt die Dame, weil das Übersinnliche mit ihr spricht. Ich schalte jetzt das Gerät ein. Gut. Wissen Sie, dass wir hier sind? Wir interessieren uns für Sie, Mrs. Leeds. Sind Sie Mrs. Leeds? War das der Regen? Nein. Das waren Schritte, als wäre oben jemand gelaufen. Mrs. Leeds, sind Sie das dort oben? Mrs. Leeds! Versuchen Sie mir zu antworten. Sagen Sie mir, ob Ihr 13. Kind missgestaltet war. Schaut euch das an. Das spielt verrückt. Das ist heftig. Ich weiß. Genau. Das ist unglaublich. Echt verrückt. Mrs. Leeds, ich fühle Ihre Wut. Ich fühle Enttäuschung. Sie haben dieses Kind dem Teufel gegeben. Ist es so? Bin am Anschlag. Was für eine Mutter würde das tun? Es sprang mir aus der Hand. Haben Sie dieses Kind dem Teufel überlassen? Benutzen Sie mich als Medium. Ich werde für Sie sprechen. Alles okay? Was ist los mit dir? Wo gehst du hin? Sie muss sich übergeben. Sie zieht mich hier rein. Weißt du, wie das ist, wenn man so ein Kind hat? Weißt du das? Mir war es egal. Warum sollte es dich kümmern? Sie zieht mich hier rein. Sie sagt die ganze Zeit weiter, weiter, weiter. Deep. Wo führen Sie uns hin? Wo sind wir? Ich weiß es nicht. Warum haben Sie mich hergeführt? Was wollen Sie mir zeigen? Du sinkst ein. Das ist ganz weicher Boden. Was ist das? Ich versuche es mal auszugraben. Meine Güte. Ist das ein Knochen? Liegt hier, Ihr Kind. Sieht wirklich aus wie ein Knochen. Könnte aber auch was anderes sein. Eine Wurzel? Ja, es ist eine Wurzel. Beißt rein! Nur so könnt ihr es testen. Baumwurzeln werden normalerweise nicht mit Knochen verwechselt. Aber wenn Sie es wissenschaftlich belegen wollen, sollten Sie sie essen. Gut, Sie konnten keinen Beweis für den Teufel von New Jersey erbringen. Aber Respekt, Laurie, für deine filmreife Exorzistennummer inklusive Kotzen. Gut gemacht. Wir merken uns, Hellseher können immer vorhersehen, wenn sie sich übergeben müssen.
Die Legende vom Teufel von New Jersey ist wirklich rätselhaft. Man könnte auf die Idee kommen, dass dieser fliegende Dämon nicht existieren kann. Aber es gibt so viele glaubhafte Zeugen, die das Gegenteil beschwören. Es glauben so viele Menschen an dieses übernatürliche Monster, dass ihm sogar ein eigenes Museum gewidmet ist. Die Leiterin kennt einige gute Geschichten über den Teufel von New Jersey. In unser Museum kommen Menschen mit völlig unterschiedlichen Interessen. Jede gesellschaftliche Schicht ist vertreten. Wir bieten also für jeden etwas. Ich würde sagen, dass das Interesse am Teufel von New Jersey in den letzten 5 bis 6 Jahren sprunghaft angestiegen ist. Die Menschen betrachten ihre Welt mit anderen Augen und halten all das, wovon sie nur gehört haben, für unmöglich. Obwohl sie die Geschichten, die sie seit Generationen hören, für nicht glaubhaft halten, regen diese ihre Fantasie an. So werden sie immer neugieriger. Eine meiner Lieblingsgeschichten handelt von einem jungen Mann und seinem Vater. Sie gingen zusammen in die Pine Barrens. Der Vater hatte das als eine Art verbindende Erfahrung mit seinem Sohn geplant. Wir sind als Kinder oft hier rausgekommen. Er wollte seinem Sohn ein wenig Angst einjagen und erzählte vom Teufel von New Jersey. Und jetzt warten wir auf den Teufel von New Jersey. Er erzählte eine Geschichte aus der Kolonialzeit, als man noch keine Handys hatte oder Taschenlampen, von Leuten, die alleine im Wald waren, genau wie sein Sohn und er jetzt. Stell dir vor, wenn er hier wäre, könntest du seinen Blick spüren. Zu einer bestimmten Zeit des Jahres könnte man immer wieder eigenartige Geräusche hören. Und genau diese Jahreszeit wäre gerade. Schritte, die um das Lagerfeuer kreisen. Als er diese Geschichte erzählte, bemerkte er, dass er tatsächlich Schritte hörte. Als würden Menschen um ihr Lagerfeuer gehen. Er fuhr mit seiner Geschichte fort und natürlich wurde sein Sohn immer ängstlicher. Die Schritte wurden immer schneller und hörten sich nicht mehr menschlich an. Sie klangen so, als würden sie von einem Vierbeiner stammen, der um ihr Camp lief, und sein Sohn fürchtete sich immer mehr. Was der Vater seinem Sohn nicht sagte, war, dass es ihm genauso ging. Hast du gehört? Er beendete seine Geschichte und die beiden gingen schlafen. Weil es schon spät war, schlief sein Sohn schnell ein. Das Feuer brannte herunter und der Vater wollte auch gerade schlafen gehen, als er nicht nur Hufschläge draußen hörte, sondern auch Flügel schlagen. Er beschrieb die Flügel später als riesig. Mitten in der Nacht schnappte er sich seinen Sohn, brach das Zelt ab, packte alles in seinen Geländewagen und fuhr weg. Seit diesem Tag schwört er, dass der Teufel von New Jersey ihm die Lehre erteilen wollte, nicht über ihn zu reden, wenn man nicht will, dass er zu einem kommt. Wir haben heute eine Menge interessanter Geschichten von Leuten in New Jersey gehört, die alle behaupten, eine Erfahrung mit einer unbekannten Kreatur im Wald gehabt zu haben. Aber wir haben auch eine Reihe von glaubhaften Wissenschaftlern gehört, die sagen, dass diese Kreatur, die die Augenzeugen gesehen haben wollen, entweder ein bekanntes Tier wie zum Beispiel ein Falke oder ein Kanadakranich gewesen sein muss, oder aber bloße Einbildung. Wir haben also eine Pattsituation. Wie können wir das lösen? Wir machen Folgendes. Wir rufen eine höhere Instanz an. In diesem Fall den Bürgermeister der Stadt, in der die Geschichte des Teufels von New Jersey seinen Ursprung hat. Herr Bürgermeister, sagen Sie uns Kraft Ihres Amtes ein für allemal. Gibt es den Teufel von New Jersey wirklich? Los geht's. Ein 1931er Ford Model A. Hey Leute, ich bin Gary Guyberson. Ich bin so glücklich, die Leute dieser Stadt als ihr Bürgermeister vertreten zu dürfen. Ich bin seit 27 Jahren Bürgermeister. Der Teufel von New Jersey kam in Leeds Point, New Jersey, zur Welt, etwa 8 Kilometer Luftlinie von hier. Kein anderes Auto klingt wie ein Model A. Es wird ihn so lange geben, wie es Menschen gibt, die von ihm wissen und Geschichten über ihn verbreiten. Er versteckt sich dort hinter den Bäumen. Haben Sie ihn gesehen? Er war ein Mittel, um Kinder besser ins Bett zu bekommen. Es hieß, der Teufel von New Jersey wird durch dein Fenster schauen. Also huschten die Kinder ins Bett und versteckten sich vor ihm unter ihrer Bettdecke. Das hier ist ein guter Ort für ihn, um sich zu verstecken. Sicherlich macht er sich ein schönes Bett aus Kiefernadeln und Zedernzweigen. Es macht Spaß, seinen Namen bei Partys fallen zu lassen und zuzusehen, wie sich dann alle Geschichten erzählen.
Wir werden einen neuen Volksglauben in die Welt setzen. Über die Freundin des Teufels von New Jersey und seine Babys, die überall in Süd-Jersey herumlaufen und so viele Hühner fressen, dass wir mit der Zucht gar nicht hinterherkommen. Es ist meine Pflicht, diesen Glauben am Leben zu erhalten. Jede Geschichte nützt seinem Erzähler. Sie sorgt dafür, dass der Erzähler ein anderes Ansehen in der Gemeinschaft hat. Sie unterhält die Zuhörer. Und weil dies eine so erfolgreiche Geschichte ist, wird sie von Generation zu Generation weitergetragen. Das ist eine Theorie. Eine etwas schlüssigere ist für mich die, dass die Geschichte eine bestimmte Funktion hat, zum Beispiel bei der Kindererziehung. Eltern sagten zu ihren Kindern, seid zu Hause, bevor es dunkel wird, sonst holt euch der Teufel von New Jersey. Das war so effektiv, dass die Kinder tatsächlich rechtzeitig nach Hause kamen. Und da es so viele wirkliche Gefahren in den Pine Barrens gibt, haben die Kinder dies an ihre Kinder weitergegeben und so wurde die Legende aufrechterhalten. Eine andere mögliche Erklärung ist, dass diese Gegend von New Jersey für illegale Aktivitäten bekannt war, zum Beispiel die Hirschjagd. Die Bewohner von Süd-Jersey waren der Meinung, dass die Jagdgesetze nur für Auswärtige und nicht für sie galten. Also interpretierten sie die Gesetze sehr flexibel. Süd-Jersey war auch bekannt für seinen illegal gebrannten Alkohol, den Jersey Lightning. Wenn man also außerhalb der Saison auf Jagd geht und nicht möchte, dass der Jagdaufseher einem auf die Schliche kommt, oder wenn man illegal Alkohol brennt und nicht will, dass die Steuerbeamten Wind davon bekommen, dann sollte man sie einschüchtern. Und die Legende vom Teufel von New Jersey eignet sich dafür hervorragend. Bleibt die Frage, ob er ein reales Wesen ist oder einfach nur eine Märchenfigur, um Kinder auch in den nächsten 300 Jahren früher ins Bett zu bekommen. Ich weiß, dass es den Teufel von New Jersey gibt. Ich lüge nicht. Ich bin der Weltmeister. Und Helden, wie auch Farmer, lügen nie. Und es gibt keinen Mangel an glaubwürdigen Leuten, die sich sicher sind, das Monster aus nächster Nähe und sogar persönlich gesehen zu haben. Ich hörte dieses Geräusch. Dieses riesige Etwas flog direkt über mein Auto. Wer von uns will darüber urteilen? Ich war nicht dabei und habe keine Ahnung, was sie sahen. Er hörte Flügel schlagen rund um das Feuer. Auf der anderen Seite gibt es einen wirklichen Mangel an Beweisen, um die Glaubwürdigkeit der Geschichte zu unterstützen. Ein Knochen? Ich weiß es nicht. Sieht so aus. Es ist eine Wurzel. In den letzten 3 Jahrhunderten hat nicht einer ein Foto, Handyvideo oder eine DNA-Probe von dem Biest aufgetrieben. Ich war eines Nachts im Wald und da war etwas. Wir hörten diesen Schrei. So etwas möchte ich nie wieder hören. Aber die meisten der guten Leute in Smithville haben kein Problem mit dem Mangel an Beweisen. Wer von euch hat schon vom Teufel von New Jersey gehört? Ob der Teufel von New Jersey in den Pinelands lebt? Wo sonst? In meinem Garten? Er war riesig. Ja, es war unheimlich. Und er kann dich einfach so töten. Ich habe den Teufel von New Jersey gesehen. Sie wissen, die Kreatur lebt und es geht ihr gut. Schauen Sie sich nur das Logo des Eishockeyteams an, die T-Shirts im Souvenirladen, die scharfe Soße, die Kaffeetassen. Und wenn euch das alles nicht überzeugt, fragt den Bürgermeister. Er versteckt sich dort hinter den Bäumen. Haben Sie ihn gesehen? Gute Nacht zusammen. Passt auf euch auf. Und solltet ihr euch mal verängstigt und alleine mitten in den Pine Barrens befinden, dann schaut zum Himmel und ruft nach dem Weltmeister. World Champion. We'll be right back.